Stärk und Leipzig stärkt die ganze Region. Derzeitige Situation: Das Bundesland Sachsen erhält 2,5 Milliarden Euro Bundesfinanzausgleich, zahlt 4,2 Milliarden Euro Kommunalfinanzausgleich und Leipzig erhält davon 500 Millionen Euro 2023. Das ganze Land fährt auf Sparflamme, um den Kommunen zu helfen. Kommunaloberhäupter wie Herr Jun treiben das gesamte Land in den Ruin. Situation gefordert: 2 Milliarden Euro jährlich mehr über die städtischen Betriebe erwirtschaften und zum Aufbau Sachsens beitragen. Kommunalentwicklung und Privatwirtschaft. Weg mit Oberbürgermeister Burkhard Jun.